hat sich ergeben, dadurch, dass ich im Hapkido-Bereich, also in der koreanischen Kampfkunst, schon relativ weit war, wollte ich auch andere Kampfkünste kennenlernen. Man stellt sich vor, okay, man hat zwei Hände, zwei Füße, alles ist gleich, es gibt da nicht so viele Möglichkeiten und so weiter, auch die Trainingsmethoden, ja okay, was kann man alles machen. Für mich halt das eine ist so besonders gemacht und so spannend gemacht immer war das, dass es so eine extreme Vielfalt hat. Gell? Das heißt, wenn man einmal quasi die einzelnen Buchstaben des Alphabets gelernt hat, kann man dann das eigene Ding draus machen. Was mir auch besonders gefällt, ist, dass man den Lifestyle des Kung Fu quasi auch mit ins private Leben mitnehmen kann und auch für sich selbst im Alltag nutzen kann. Man muss nicht der Beste sein, man muss nur immer sein Bestes versuchen. Und sicher hat man Tage, wo es schlechter ist und Tage, wo es besser ist. Und auch Tage, wo man sagt, okay, heute lasse ich es, weil morgen ist ein frischer Tag und morgen komme ich wieder darauf zurück. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, das man auch ganz stark lernt. Man lernt ganz viele verschiedene Formen, verschiedene Waffenformen, Armformen, Partnersets und so weiter. Und das geht ein Leben lang. Also wenn man nicht ein komplettes Repertoire lernt, dann kann man auch nicht sagen, okay, was liegt einem. Weil wenn ich nur 5 Früchte kenne, weiß ich gar nicht, dass mir die 7. super schmeckt.